Hallo und herzlich willkommen zu Transport Fever 2, Folge 57 der 5. Staffel. An einem hoffentlich wunderschönen Montag. Ich begrüße, oder besser gesagt, ich bedanke mich erstmal wieder bei euch für die vielen neuen Abos, für die netten Kommentare und natürlich werde ich mich jetzt auch gleich um den ersten kümmern, um den Olpa Fuchs, der mich darauf hingewiesen hat, dass wir hier noch ein bisschen Zeit sparen könnten und effektiver sein könnten, wenn wir in den Terminals die Eisen- und Kohlelinien auf verschiedenen Terminals einfahren lassen. Müssen wir mal gucken, können sie das? Ja, sind Hosenträgergurte? Jawohl, Hosenträgerweichen. Das heißt, die können es. Das heißt, wir können die beiden auf die beiden Terminals einfahren lassen. Und da hat er natürlich absolut recht, weil es ist ja völlig egal, wo sie einfahren. Und dann kann es passieren, dass keiner warten muss. Und das werden wir jetzt auch gleich entsprechend einstellen. Das heißt, Linie verwalten. Wir sind in Oberherborn. Und in Oberherborn hat er halt als Alternativlinie. Im Moment fährt er auf der 2. Der könnte dann aber auch. Welche ist das? Ist das die 1 oder ist das die 3? Ne, die 1. 3 ist nicht erreichbar, sagt er. So. Das heißt, er kann auf den beiden einfahren. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal mit der. Müsste die Eisenlinie jetzt sein? In Oberherborn kann einfahren. Die 1. Dann haben wir noch die dritte Kohlenlinie. Aber die fährt ja hier für sich in Ruhe ein. Da ist es egal. Hier, die ist nicht so weiter tragisch. Also müssen wir gucken, dass wir mit Kupfer noch weiter hinterherkommen. Weil jetzt haben wir mehr als genug Kohle hier. Jetzt fehlt es uns. Kupfer sage ich immer schon. Weil das immer so kupferfarben ist. Wir brauchen Eisen. Noch zwei davon. Wir müssen mal zwei. Du bist ja der den Stahl abholt. Und du bist der Eisen bringt. Und du bist der Eisen bringt. Aber viel mehr können wir hier nicht mehr eigentlich transportieren. Wir könnten vielleicht noch so einen Waggon oder so dranhängen. Gucken wir mal, ob die Länge passt. Aber da hört es dann auch schon auf. Das heißt, gucken wir mal, ob hier irgendwo noch Eisen in der Nähe ist. Ja, hier ist noch Eisen. Ist nochmal irgendwo Eisen in der Nähe? Das sind Steine. Was außerdem schon am Limit ist. Wie sieht unsere Ziegelei hier aus? Ist die am Limit? Nö, die hat noch ein bisschen Luft nach oben. Hier wären nochmal Eisen. Hier könnte man an dem Eisen auch einen Bahnhof direkt anschließen. Weil hier Gleise sind. Die Gleise führen dann hier. Hier. Bis hier. Könnten allerdings dann auch hier rauf. Und hier runter. Das wäre tatsächlich eine Option. Da müssten wir parallel laufen, ne? Ja, eigentlich von einfacher von hier aus. Das wäre eine Option. Das könnte ich machen. Wir lassen das Eisen hier ankommen. Machen hier ein LKW-Station hin. Und hier einen Abladepunkt. Dann bauen wir hier zwischen eine kleine Landstraße. Das wäre die Idee. Das heißt, wir gehen jetzt hier. Und bauen uns jetzt hier erstmal.
eine 80er Landstraße. Ja, schade, es gibt leider. Müssen wir hier so ein bisschen größer machen, weil ja in der Theorie eine 100er haben wollen. Und in der Praxis auch, nicht nur in der Theorie. Dann nehmen wir jetzt Cargo. Ich hätte ja gern sowas genommen, ne? Aber das Problem ist, die haben halt keine Kapazität, ne? Glaube, die haben keine große Kapazität, die Teile. Ich meine, ich kann dies ja mal probieren. Ich baue das hier mal ein. Mal gucken, mal, was die für Kapazitäten haben, ob es schnell erreicht ist oder nicht. So, jetzt habe ich es gerade gesehen. Ich hoffe, ihr auch, weil das machen wir direkt weg. Das sieht so nach Ampel aus. Ist es auch. Ich kann ihn nicht wegmachen. Ne, guckt, kann die Ampel nicht ausschalten. Naja. So, dann brauchen wir hier hinten nochmal. Hier brauchen wir aber eigentlich nur eine Abladestation. Die machen wir auch ziemlich simpel. Dann nehmen wir tatsächlich hier sowas einfach nur. Einfach hier abladen und fertig. Dann bauen wir hier die Linie schon mal, sonst vergessen wir das nämlich. Von hier nach hier. Mach mal in so einem leichten Lila. Jawohl. Das wäre nämlich dann LKW, Eisen. In die Stahlfabrik. So, jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir Ihmchen hier. Aber da habe ich, glaube ich, auch schon eine andere Idee, wie wir hier nicht auf die Personenzüge mit draufgehen, weil es einfach zu lange dauert und zu aufwendig ist. Ich will nur mal kurz schauen. Eingleisig hier, ne? Das müssen wir noch zweigleisig dann bauen. Oder wir verpassen dem ein eigenes Gleis komplett gleich. Wäre auch eine Option. Also hier das zweigleisige. Mal gucken, wie lange die hier schon wieder warten. Wir bauen hier den mal ein bisschen aus. Plattformen, Güter. Zack. Zack. Sieh so. Denn hier habe ich da einen vergessen. So aus, ne? So. Jetzt aber. Wir hier das mehrgleisig. Oh, das alte Signal noch weg. Oh, das Gleis hier genommen. Zack, zack. Hep. Haben wir. Ziehen wir erstmal ein bisschen hoch. Weil ich denke, das werden wir hier nochmal brauchen.
bin jetzt hier nochmal eine Weiche rüber. Ziehe dann hier nochmal eine Weiche. Doch, du wirst hier nochmal angeschlossen. So. Reißen wir hier eben schnell auf. So. Ja, das sieht scheiße aus. Das funktioniert so nicht. Oh, neue Züge. Wie schön. Viele neue Züge. So. Guck mal. So viele neue. Und neue LKWs, jawohl. Hier eine Doppelkreuzung von machen, selbstverständlich. Hier eine Doppelkreuzung von machen, selbstverständlich. So, dann haben wir natürlich hier ein Signal. Hier. Ein Ausfahrtssignal. Deswegen sieht das so scheiße aus, weil das natürlich genau sich umgekehrt machen müsste, ne? Und das hier ist auch doof gebaut. Herr Pasek müsste nämlich eigentlich, wenn man es gut machen möchte, genau entgegengesetzt reinlaufen, nicht? Da sind wir uns ja wohl einig. Quasi so. Damit er nämlich jetzt, deswegen kam es auch eben gerade so komisch vor, die Signale zu setzen, so laufen müsste. Und guckt an, schon fährt er mich hier auch dieses zweigleisige, wie er soll. Der Jute. So, dann fährt er mich hier rüber und hier rüber, das passt. Und abladen kann er da auch so, das ist... Ne, das ist hier nur einmal ganz kurz... dass er hier quasi einmal nur zwischen sein muss. So, jetzt gucken wir uns das hier an. Hier fährt er noch nicht zweigleisig. Warum nicht? Warum möchte er hier noch nicht? So, weil ich wahrscheinlich hier erstmal noch ein anderes Terminal zuweisen muss, ne? Willst du jetzt zweigleisig? Ne, weil ich dem falschen das falsche Terminal zugewiesen habe. Du musst nämlich auf Terminal 2. Wer will immer noch nicht zweigleisig? Warum nicht? Fehlt hier noch das Signal? Nein, Signal hat er. Fährt hier rein. Hat aber keine Doppelkreuzungsweiche und jetzt passt es. Jetzt kann er wieder zweigleisig fahren. Brauchen wir natürlich hier noch irgendwo, obwohl haben wir so ein Zwischenteil. Und dann bauen wir jetzt hier noch einen Bahnhof ran. Ein Güterbahnhof natürlich. Eingleisig, ruhig. Durch lang. Wir haben auch ein bisschen gesloped. Falsche Richtung gesloped. Stark gesloped. Ja, könnte schon passen, wenn wir es ein bisschen höher nehmen. Noch nicht höher? Doch. Ja, vielleicht ein bisschen weniger slopen nochmal.
Nee, tatsächlich ist bei 4 Schluss. Ja. Machen wir so. Ist so. So, und jetzt brauchen wir nur noch hier mit dem Gleis. Eigentlich nur hier raus. Alter, sitzt der tief da drin. Das ist klar, dass die Steigung zu groß ist. Das geht so nicht. Muss höher sitzen, der Bahnhof. Der ganze Bahnhof muss höher. Das geht nicht. Ganz klar, dass das nicht funktioniert. Nochmal Bahnhof. Du. Auf 0. Hier so steil bergauf, Wahnsinn. Jetzt hier rangehen. Den eindrehen noch. Gucken wir mal hier, aber das dürfte auch noch zu steil sein, fürchte ich, ne? Das an, das ist. Boah. Nehmen wir das jetzt hin. Vernünftig hin. Jetzt gesagt, so hier hin. Gleis ran. Ist noch Steigung zu groß. Wollt ihr mich jetzt völlig verarschen? Muss ich tatsächlich slopen, ne? Quasi so. Das sieht doch schon gut aus, so. Bisschen eindrehen noch. Quasi so. Probieren wir es nochmal. Das sieht gut aus. Jetzt brauche ich hier nur noch eine Straßenverbindung kurz darüber. Und das kriegen wir ja, ich hoffe doch, relativ gut hin. Indem wir jetzt hier so eine Straße bauen, hier anbauen. Und jetzt hier mit einem jawohl, angeschlossen ist. Das passt. Das brauchen wir nur noch von hier nach. Wir müssen uns angucken, wie er da durchfährt. Das machen wir in so einen hellen Rosaton. Fährt hier rein. Fährt dummerweise noch nicht zweispurig. Kann er auch nicht, weil es ja noch nicht. Ist auch immer zweispurig, meine aber zweigleisig. So. Müssen wir ihm nur sagen, dass er hier im mittleren Gleis durch soll. Und das macht er selber von alleine. Das ist super. So, jetzt müsste er sich hier vorne jawohl. Aufteilen. Perfekt. Schmeißt hier ab und fährt wieder zurück. Hervorragend. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Sieh an. Müssen wir nur gucken, wie wir hier den Zug drauf. Ach, doch, hier. Hier kriegen wir drauf. Super, das passt. Also benennen wir ihn jetzt um. Das ist jetzt Güter. Eisen. Aber jetzt muss ich aufpassen. Das geht ja nicht direkt ins Stahlwerk, sondern zur Abladestation. Bauen wir uns jetzt einen Zug dafür zusammen.
Was haben wir denn jetzt Schönes neu gekriegt? Natürlich die 103, aber die ist natürlich ein reiner Personenzug, den nehmen wir nicht. Guck mal, die hat natürlich ordentlich Bums. Gucken wir mal nach Zugkraft. Okay, die 150er hat mehr Zugkraft. Dann nehmen wir doch die, wenn die dafür gemacht ist. Ne? Ja, sicher nehmen wir die dann. Aber dieseltechnisch noch? Ja, nicht so viel, ne? Nehmen wir hier die 150. So, dann brauchen wir Wagen für Eisenerz. Und nicht nach Zugkraft, sondern nach Höchstgeschwindigkeit. Nehmen wir hier diesen offenen Güterwagen, denke ich. Und fahren damit das Zeug hin und her. Ja, kaufen wir jetzt erstmal. Machen wir erstmal. Setzen ihn jetzt auf elektrifizierte Gleise fehlen. Okay, damit kann ich leben. Ich habe irgendwo die Oberleitung vergessen. Ja, natürlich. Bitteschön. So, du bist aber wahrscheinlich kein Fahrzeug. Doch, du bist ein Fahrzeug. Das heißt, wir können nämlich gleich wuppdiwupp, rubbeldidupp, schnipp schnapp hier 80 und 17 und 25 ich hier kaufen. Ich sag mal gleich, lassen wir erstmal 10 fahren davon. LKW 1 zur Stahlfabrik. Auf geht's. Müsste er anfangen, hier eigentlich schon gleich Eisen abzulegen. Jawohl. Das heißt, geschlossenen Kreis haben wir. Das heißt, wir können jetzt mit Vollgas hier oben mehr Eisen produzieren. So, gucken. Hier wird Stahl geholt. Hier wird Kohle gebracht. Hier wird Stahl weggefahren. So, gucken wir mal, ob es funktioniert. Aber jetzt hier ein bisschen mehr Auslastung kriegt. Und wie das so ein und für sich das Ganze ausgeht. Das wird wahrscheinlich schon der Zug sein, ne? Nee, das ist der Steinzug. Du bist das, ne? Nein, du bist der Baumaschinenzug. Du bist das. Lecker. Oh ja. Oh, guckt euch das an, wie wunderschön dieser Zug ist. Wie detailreich. Guckt mal, selbst hier in den Fenstern sieht man die ganzen Bauteile. Bist du verrückt. Wow, davon mache ich definitiv ein Foto. Das finde ich mega detailreich. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mal reingucken hier, wie innen drin das ist. Der Fahrstand.
Wow. Guckt euch das an. Das ist wirklich toll gemacht. Wahnsinn. So, jetzt fährt er natürlich hier hinten hin, was ich so auf den ersten Blick nicht möchte. Ne, der soll nicht die ganze Leerfahrt noch mitmachen, sondern ich drehe ihn jetzt. Zack. Dann müsste er jetzt eigentlich hier unten direkt reinfahren. Dann kriegt er jetzt hier noch ein paar... Ach nee, falsch. Du solltest hier unten rein. Warst du noch nicht so weit? Warst du noch nicht an der Weiche vorbei? Jetzt bist du aber an der Weiche vorbei. Jetzt müsstest du aber... hier unten hinkommen, oder? Jawohl. Dankeschön. Kriegt er hier nicht nochmal ein paar Signale hin? Hier soll er nämlich warten, wenn was kommt. Er soll warten, wenn was kommt. Und du wartest bis da auch, bis was kommt. Oh, hier ist ja fast gar nichts drauf auf dem. Fängt der denn hier an? Ein Treibstoff und ein paar Waren, ein bisschen Lebensmittel. Noch nicht viel, was er hier hochfährt. Wo hast du das Öl her? Wieso fährst du Öl mit runter? Müsste ja dann hier eigentlich. Wir haben doch hier kein Öl in der Nähe. Aber das Problem, dass du jetzt hier so vielen alten Treibstoff fährst, weil du den nicht mehr los wirst. Weil du vorher mal der Kollege hier ist nämlich früher mal die Linie hier hinten hingefahren. Dahin. Und hat von daher wahrscheinlich noch den ganzen anderen Driss mit drin, ne? Müssen wir gleich mal gucken, ob er den hier wenigstens gleich runterwirft. Wobei kann er nicht, ne? Weil kein Zug der Welt da anhält. Und keiner von denen ist leer, der hier hochkommt. Das ist doof. Wird das nicht mehr los. Das ist das Problem. Wir müssten, damit er das los wird, können wir ihm das einfach sperren? Wir jetzt die Linie verwalten und sagen, er soll auf gar keinen Fall
Das bringt auch nichts. Das ist zu kompliziert. Wie kriegen wir es hin, dass er das Tier vorne gleich abwirft? Ja, es bleibt eigentlich nur, wir nehmen diese Linie. Und sagen ihm, dass er auch auf dem Rückweg hier auch noch mal halten soll. So. Ja. Denn jetzt hat er die Gelegenheit, das hier abzuwerfen. Das gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Der müsste ja eigentlich hier gar nicht so weit von weg sein, oder? Nee. Mal ein bisschen schneller vor. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse, Leute. Ich finde ja gut, dass er schon so viel Kohle macht. Ja, genial. Guck mal, oh. Wir werden moderner. So, und jetzt sollte er es hier gleich abwerfen. Wenn er es abgeworfen hat, haben wir ja schon mal die Hälfte gewonnen. Ja, er wirft es ab. Perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt hat er es abgeworfen. Und jetzt kommt der Trick. Sagen wir der Linie hier wieder. Dieser Linie hier. Er soll bei dem zweiten Gifhorn-Haltepunkt nicht mehr halten. Zack. Und jetzt wird das hier gleich irgendwann im Laufe des Tages verschwinden. So, und damit verschwinde ich jetzt auch für heute. Ich wünsche euch einen perfekten Start in die Woche. Wir sehen uns wieder zur 58. Folge am Mittwoch. Lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da, nette Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo sehr freuen.